Moin Leute und ein herzliches Willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass euch folgendes Stream gefallen wird und ich würde mal sagen, wir starten auch direkt los mit dem Video. Und heute mit einem kleinen hilfe video so gesagt für die leute für top chat walle ja moin auf jeden fall leute es soll jetzt nicht um das hier gehen also top chat sondern es soll gehen wie ihr in nightbot richtig einrichtet also als erstes meldet ihr euch an mit euren youtube daten wie ihr den haben wollt also wo ihr angemeldet seid auf youtube und wo ihr streamen wollt dann gehen wir einfach auf diesen zauberstab oder was ist das ja dann gehen wir einfach auf custom und hier sehen wir meine commands jetzt ja, zum beispiel Ausrufezeichen Info, Ausrufezeichen Insta, Ausrufezeichen Mod, Ausrufezeichen PSN. So, wie mache ich dann sowas? Add a command. gehen wir einfach mal rauf. So, command. Dann gebe ich jetzt zum Beispiel ein Ausrufezeichen. Irgendwie Ausrufezeichen. Command oder so. Keine Ahnung. Command. Keine Ahnung, ob das richtig geschrieben ist, aber egal. Also, ihr wisst ja. Na, okay, da oben steht es ja so. Oh, ich bin echt lost. Ähm man gibt jetzt einfach ein, dann geht auf Message, zum Beispiel was alles für Commands gibt, zum Beispiel ähm, ausrufzeichen ausrufzeichen Epic zum Beispiel und dann zum Beispiel gleich dann euer Epic Namen oder was weiß ich. Bei jedem ist es halt anders und ja Leute, so also das, ich mache gerade vom Handy aus, wie ihr es auch bereits ähm, seht. Und dann könnt ihr einfach Cooldown machen. Was bedeutet dieser Cooldown hier? Oder halt ähm, ja. Cooldown ist das, wenn es reingeschrieben wurde, Ausrufzeichen Command, Ausrufzeichen Epic, Ausrufzeichen was was ich, was ihr für Commands haben wollt. Und dann jemand nach fünf Sekunden, also nach diesen fünf Sekunden wird es erst wieder beantwortet. Also heißt, wenn die zwei Leute gleichzeitig hintereinander schreiben, Ausrufzeichen Epic oder was weiß ich, was ihr für Commands habt. Wird die nur einmal beantwortet in diesen fünf Sekunden. Wenn die fünf Sekunden aber um sind und jemand danach wieder schreibt, Ausrufezeichen Epic, Ausrufezeichen Insta, Ausrufezeichen so und so und so und so, dann wird sie wieder angezeigt, so gesagt. Und dann einfach auf Submit dieses Alias, das müsst ihr auslassen. Das ist wirklich nicht so nett. Dann ist man so, diese Sachen habe ich immer ausgelassen und es bringt halt, wie gesagt, gefühlt nichts. Dann geht ihr einfach auf Submit und ich mache es halt nicht, weil ich halt alles schon habe, was ich will. So. Ihr habt dann hier zum Beispiel, dann könnt ihr jeden Kommand eingeben, den ihr haben wollt, und dann gehen wir einfach auf Timers, also auf die Uhr. Dann seht ihr Add a Timer oder Timer. Dann macht ihr einfach den Namen, zum Beispiel Danke oder. Aber ähm, oh, wie habe ich es denn da gemacht? Warte mal, ich weiß es gar nicht mehr richtig, Vielleicht ich es auch schon ein bisschen länger her. Warte mal, wir können ja einfach schnell raufgehen und dann sehen wir es. So, hier Insta und dann kommt, also ihr schreibt einfach Insta rüber und dann einfach, checkt doch gerne meinen Instagram-Account ab. Und dann euer, euer Link dazu, falls ihr den Link habt, dann könnt ihr ja halt die Minuten einstellen. Ich habe es bis 15 Minuten, weil ich es irgendwie relativ gut finde, 15 Minuten. Dann einfach Chatlines, also wie groß diese Nachricht sein soll. hab's habe ja auf 2, weil ich es auch irgendwie passend finde, so gesagt. Aber, oh, oh, oh. da stehe ich wieder zurück. Und dann, so gesagt, ähm, halt alles einstellen, so wie es haben wollt. So, jetzt kommen wir eigentlich zum wesentlichen Teil. Journey Channel. Also, ich habe es ja schon gemacht, deswegen brauche ich das so gesagt nicht mehr. So, wir machen mal kurz. Das hier, dein Johnny Channel. So, dann müsst ganz wichtig, ihr müsst diesen Link hier einmal kopieren. Wenn ihr vom Handy seid, ja gut, dann ist halt nicht so gut. Dann macht ihr einfach auf kopieren. So, dann geht ihr einfach zu YouTube weiter. Einmal, wo kommst du her? So, dann geht ihr einfach hier auf den Mod. Warte mal, ich kann es irgendwie gerade nicht vergrößern. Warum? Okay, okay. So, dann seht ihr hier wahrscheinlich noch nicht euren Nightbot. Okay, ich habe meinen zwar schon, aber ja gut. Dann gebt ihr hier einfach in der Leiste ein. Einfach, wo kann ich nochmal machen? Einfach hier, zack, drei Pünktchen, Zwischenablage und dann einfach äh, da das dann einmal halt dieser Link. Dann macht ihr einfach auf Öffnen. Denn hä, die sollen noch nicht gefunden, ja moin. Ach nee, ich mir Oh, ich bin lost, ich bin wirklich lost, ich bin lost, ich bin lost, ich bin lost. Äh, Leute, nicht nachmachen kurz. Ähm, da ist das. Nee, hä? Wo ist dieser Link hin? Da, das ist er noch. Das dazu ist der Link. Dann habt ihr hier schon, dann einfach auf Bestätigen. Also ist jetzt offen. Dann geht ihr nochmal hier rauf und dann macht ihr genau nochmal das Gleiche wie ihr auch da in der Leiste gemacht habt, einfach Zwischenablage und dann nochmal anklicken, den Link von euch in der Zwischenablage und dann steht da irgendwo Nightboard. Dann geht ihr einfach auf äh, Speichern und dann müsste ein Nightboard da sein. So gesagt. So Leute. Und jetzt für die Leute, die sich denken, er hat doch nicht viele Mods. Jetzt lest euch alle mal die Mods durch. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ungefähr 18 Mods, circa hatte ich vorher, ich glaube jetzt habe ich immer noch 18 Mods, keine genau. Ahnung, oder ich habe oh, hab falsch gezählt, ist mir auch eigentlich, also ich finde es halt nett, dass alle Leute Mod sein wollen, aber halt leider nicht. Gesperrte Wörter, bin live, ja moin. Also Leute, versucht erst gar nicht. Auf jeden Fall Leute, dann geht einfach auf Speichern und dann habt ihr euren Nightboard drinnen. So gesagt. Leute, ich hoffe, es hat euch dieses Video, kleines Video, Info, Video, Nightboard mäßig gefallen. Und ich würde mal sagen, Leute, haut rein, euer Alf. Bis dann, Leute. Ciao.